So, weiter geht's heute mit den Cops. Heute machen wir mal ein bisschen schneller Einsatz. Lightning Reflex heißt das nächste Ding. Haben wir den Evo. Ja, leider müssen wir heute ein bisschen was kürzer treten, nach dem, was wir gestern erlebt haben mit den 31 Kilometern. Die fahren wir auch nochmal neu, die machen wir in der nächsten Folge. Deine Trainingsübung, aber du wirst genauso werden, als wäre es eine echte Situation. So, 12,6 Kilometer, wir versuchen natürlich, die beiden mit dem Startreizmotor hin zu kommen. Versprechen kann ich es euch nicht, dass wir es irgendwie schaffen werden, weil das immer wieder Situationen gibt, die ein bisschen unvorhergesehen sind, weil sei es irgendwie ein Auto in der Ecke oder sowas. Aber das können wir schon hoffen. Schaffen wir das trotzdem. So, muss man ja irgendwie versuchen. Ja, ich bin kein Fan von diesen schnellen Sitzen, aber die müssen wir heute tatsächlich leider. Ja, ich glaube, ich habe das jetzt erledigt. Warum auch immer, die mir ja die Kurve zu. Scheiße, jetzt auch kurz zu können. Warum immer so die Kurve auf einmal rüberzieht. Wieder nur ein unnötiges 4 Sekunden Zeitfahrt. Jetzt müssen wir es versuchen, so weit wie möglich. Ich glaube, ich habe mitgenommen. Oh, Halter verloren. Da kann ich jetzt absolut nicht drauf achten. Haben wir noch nicht in die Karre gegangen. Dankeschön. Das meine ich für eine unvorgesehene Situation. Da steht mir dann irgendwo ein Auto im Weg auf einmal. Oh, ich hasse das, wenn die dann auf einmal so langsam in die Kurve schleichen. Genau wie der jetzt hier. Ich habe 10 Sekunden für Situation, wo ich habe versucht, mal das Spiel gehabt. Die zwei Dinger da an der Wand, ja, die 4 Sekunden. Aber zwei Autos sind da so eine Ecken. Ich soll das Ding so schnell wie möglich machen. Und trotzdem stehen mir die ständig Karren im Weg. Nochmal, wir haben momentan leider nur schnelle Sitze auf die, weil ich mir die so weit wie möglich nach hinten geschoben habe. Geil. Wir haben mehr Zeit verloren hätte der Abkürzung als vorher. Wir haben noch 900 Meter, wir haben die Zeit schon im Gold weg. Aber da sind wir ja mal noch 40 Sekunden Zeit warten. 16 Sekunden. 18 Sekunden. Wir haben 18 Sekunden Zeit warten für teilweise für Situationen, wo ich nicht so viel kann. Gut, wir haben es auf Silber geschafft, immerhin noch. Aber wir hätten das Ding auch auf Gold schaffen können. Muss ich sagen. Da waren ein paar Sachen dabei, wo ich mir denke, Alter, geh mir nicht auf Nüsse. Alter, wir haben es geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben die Situation geschafft. Thank you.
So. Okay, neues Fahrzeug. Ein Elementor. Den wir ja auch schon mal den Racer haben. Ne, war die Kopf haben wir freigeschaltet, so um was. So, Einschaltersatz haben wir noch und das heißt Precision Proceed. Noch ein schöner Satz. So. So, versuch was nochmal. Einige Events, die wir mittlerweile schon gehört haben, die kommen wir voll, aber schon erledigt haben. Und jetzt haben wir nochmal gut nochmal 10 Kilometer vor uns. Okay, das war jetzt also der Schwachsinn, warum da reingefahren ist. Das ist jetzt eine relativ kurze Strecke. Das Wetter macht vor allen Dingen auch nicht wirklich gerade angenehm. Natürlich auch hier mal wieder ein Ding zu fahren muss. Das wird die Scheiße. So wenig Zeit wie möglich. Versuchen wir uns mal vielleicht runter auf Gold, aber ich kann es nicht versprechen. Oh, da kommt das Problem, es kommen zwei Situationen. Das Problem, wenn dir einer entgegenkommt und einer auf deiner Spur fährt. Du musst gucken, wo du da vorbeigehst mit der Geschwindigkeit. Was hab ich denn da jetzt gerammt? Wahrscheinlich Schild oder was? Und dafür kriegst du 2 Sekunden. Also ich hab zu kurz Zeitschrift für ein Kackschild bekommen. Oh nein, ich kann mich an dieser Ecke gut erinnern. Das verfluchte Rennen, so heißt die Folge noch da. Aber dann haben wir es ja irgendwann auch Gott sei Dank geschafft sogar. Ich glaube, Twitter sogar. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. So, wir haben noch 1,7 Kilometer, liebe Leute. Dann sind wir durch, Leute. Gold schaffen wir nicht. Schafft man dann wenigstens Silber. Ja. Oder die Deutsche Waffe ist sogar Gold geworden. Aber da verstehe ich nicht, wieso ich die 2 Sekunden gekriegt habe da. Weil, wie gesagt, da war eigentlich nur ein Schild oder was ich da normal weggerammt habe. Also jetzt nichts Dramatisches. Ein Baum oder sowas war es nicht. Naja, jedenfalls haben wir es geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Wir haben die 2 Schnellsätze durch. Also die Liste soweit wieder ein bisschen abgearbeitet. Gut, dann mache ich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racern.